Ich spiele ab sofort auf einem komplett neuen Controller. Und zwar wisst ihr, vielleicht habe ich bisher immer auf dem PS4 Standard Controller gespielt. Und ich dachte mir, es wird Zeit für eine Veränderung. Und deswegen habe ich jetzt auf jeden Fall einen neuen Controller am Start. Welchen Controller ich ab sofort spiele, werdet ihr gleich sehen. Und ich würde sagen, wir starten damit auch direkt rein. Lasst gerne jetzt schon mal natürlich zum Supporten einen Daumen nach oben da. Und falls ihr neu seid, gerne auch den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr keine weiteren Videos hier auf dem Kanal. Und meine Rubik's 101 Map ist immer noch am Start, meine Freunde. Ihr supportet die schon geisteskrank. Ich küsse eure Herzen. Weiter grinden. Auf der Map kommt auch noch nächste Woche ein großes Update, wo ich alle eure Wünsche umgesetzt habe, die ihr für die Map hattet. Deswegen abchecken und ansonsten natürlich auch gerne für den maximalen Support mein Creator-Code RubyXNice im IT-Shop eintragen. Ich würde eure Herzen küssen. Und ich würde sagen, wir starten rein und ich zeige euch jetzt meinen neuen Controller in Fortnite. So, meine Freunde, da sind wir jetzt erstmal hier in der Fullcam am Start, denn ich will euch natürlich jetzt hier von Anfang an erstmal den neuen Controller zeigen. Und ihr seht hier auch schon direkt in der Cam den neuen Controller, nämlich ist das der PS5 Standard-Controller. Das heißt, es ist nicht irgendwie eine Scuff-Variante oder sowas mit Pedals, sondern das ist wirklich der ganz normale PS5 Standard-Controller. Und damit würde ich sagen, können wir uns von diesem Bray hier verabschieden, Alter. Der PS4-Controller, den habe ich jetzt 6 Jahre gespielt oder sowas. Das heißt, er ist auf jeden Fall schon lange im Einsatz gewesen bei mir, aber der wird auf jeden Fall jetzt erstmal nicht mehr benutzt. Der hier ist auch schon voll abgenutzt. Warte, macht der Geräusche? Ne. Ja, aber der ist trotzdem abgenutzt, also ich werde den jetzt erstmal nicht mehr benutzen. Und ich bin euch ganz ehrlich, also falls ihr euch jetzt fragt, wieso wechsle ich überhaupt den Controller, wieso gehe ich jetzt auf den PS5-Controller rüber und spiele nicht einfach weiter auf den hier. Der Grund ist eigentlich relativ einfach, und zwar habe ich einfach nach einer Abwechslung gesucht. Also ich wollte einfach mal einen neuen Controller testen und ich habe mich für den PS5-Controller entschieden, weil ich, ihr wisst ja, ich spiele Claw und deswegen ich brauche keine Pedals oder sowas. Und die Sticks sind halt bei dem PS5-Controller ganz geil. Ich habe zwar den PS5-Controller schon ein paar Mal gespielt und da habe ich immer gesagt, dass ich den Controller so ein bisschen zu groß finde. Aber ich glaube, ich gewöhne mich mit der Zeit daran. Und ja, die Sticks sind einfach richtig geil. Und deswegen habe ich mir gedacht, spiele ich einmal diesen Controller jetzt für eine gewisse Zeit und gucke einfach mal, wie sehr ich mich verbessern kann oder ob ich überhaupt besser werde, wenn ich den Controller jetzt für eine lange Zeit spiele. Aber ihr seht, Jungs, das ist hier nicht der ganz normale PS5-Controller. Also der Controller ist der ganz normale, aber der ist so ein bisschen modifiziert, denn ich habe das Baby ein bisschen getuned. Und zwar seht ihr auch schon hier das freshe Logo, Junge, nämlich mit meinen eigenen Controller-Produkten. Und ihr fragt euch jetzt, hä, seit wann hat Rubik's eigene Controller-Produkte? Erst seit heute, Jungs, das ist wirklich Premiere hier, dass es die Controller-Produkte gibt. Nämlich sind heute, also wenn ihr das Video am Tag guckt, wo das Video rausgekommen ist, am 2.2. die Controller-Produkte rausgekommen, beziehungsweise kommen noch raus, je nachdem, wann ihr das Video halt guckt. Ich verstehe, was ich meine. Die Controller-Produkte, also erstmal, was für Controller-Produkte wir rausbringen. Ihr seht hier einmal die RZ-Controller-Grips und die RZ-Controller-Sticks. Ich habe hier nur einen Stick drauf, aber es gibt noch einen weiteren Stick, nämlich einen, der etwas höher ist. Warte, ich mache den mal auf den anderen Stick drauf, dann seht ihr das. So, ihr seht hier die zwei verschiedenen Sticks mit zwei verschiedenen Höhen. Wenn man sich die Sticks holt, dann hat man die Sticks in zwei verschiedenen Höhen direkt, also man bekommt beide zugeschickt. Und diese Controller-Produkte sind heute rausgekommen. Warte, ich zeige euch auch mal hier die Verpackung, Bruder. Hier, warte mal hier. Show. Sticks und Grips, Bruder. Ich habe jetzt hier die Xbox-Sticks am Start. Hier auch nochmal PS4, PS5. Und hier habe ich halt von dem PS5-Controller die Grips am Start. Die sind, wie gesagt, heute um 15 Uhr rausgekommen oder kommen heute noch um 15 Uhr raus. Wann ihr halt das Video guckt, ey, ich will mir das nicht erklären. Ihr habt es verstanden. Das ist das erste Mal, dass wir Controller-Produkte rausbringen. Und ich bin euch ganz ehrlich, Jungs, Qualität 1A. Denn alles, was Rubik's rausbringt, Jungs, hat beste Qualität. Das wisst ihr. Deswegen checkt gerne ab, falls ihr Interesse habt, falls ihr Controller-Spieler seid. Falls ihr nicht wisst, was das alles bringt. Zum Beispiel die Sticks, Jungs. Also das kann man... Ich finde, das ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Aber wenn ihr den Stick zum Beispiel mit der Stick-Erhöhung. Also ihr seht, die Sticks haben eine Erhöhung. Wenn man den Stick dann bewegt, man hat auf jeden Fall ein ganz anderes Gefühl mit dem Stick. Also es fühlt sich ganz, ganz anders an. Man kann generell mit diesen Sticks, man sieht es jetzt nicht so gut in der Cam, weil, Bruder, das ist einfach überbelichtet sein Vater. Aber da ist auch so ein gewisses Muster drauf, dass ihr einfach einen besseren Grip habt mit den Sticks. Also zusammengefasst, die Sticks bringen einfach einen besseren Grip und dass ihr deutlich präziser und kontrollierter euren Stick bewegen könnt. Ich spiele den linken Stick hier, den ich hier gerade drauf habe. Also diesen hohen Stick spiele ich nicht. Ich spiele den nur auf dem rechten Stick, weil der rechte Stick ist ja zum Umsehen und ich finde, da ist das nur wichtig. Deswegen spiele ich nur den rechten Stick und da spiele ich auch nur den kürzeren Stick, weil ich mit dem ein bisschen besser klarkomme. Und bei den Grips habe ich halt vom PS5-Controller die Grips drauf gemacht, weil logischerweise diese maßgeschneidert für den Controller. Und die Grips, die man hier drauf klebt, sorgen einfach dafür, dass ihr einen deutlich besseren Halt auf dem Controller habt. Das heißt, der rutscht euch nicht aus der Hand oder sowas. Und für schwitzige Hände, also Leute, die schwitzige Hände haben, wie ich manchmal zum Beispiel, für die ist das wirklich heftig, Junge. Deswegen checkt gerne ab, Jungs. Erster Link in der Videobeschreibung, rzgaming.de, nur solange der Vorrat reicht. Danke für euren Support. Ich will jetzt auch nicht so viel darüber reden. Es geht ja eher um den Controller, meine Freunde. Ich wollte das aber hier nebenbei erwähnen, denn natürlich, die Produkte liegen mir am Herzen, Jungs. Das war 6 Monate Arbeit, das hier alles zu planen für den Controller. Das hat echt lange gedauert, weil das ist echt nicht einfach, Jungs, sowas. Bisher hatten wir ja nur Sachen für Maus und Tastatur. Und wenn man da gute Qualität haben will und vor allem einfach wirklich eine gute Produktion insgesamt haben will, dann muss man sich da wirklich echt ins Zeug legen. Und wir haben da uns wirklich sehr viel Mühe gegeben, ich und Sronix. Und ja, deswegen abchecken. Wie gesagt, erster Link in der Videobeschreibung, kommt ihr zu rzgaming.de. Und ich würde sagen, wir testen das Baby jetzt erstmal in Creative ein bisschen aus. Mal sehen, wie ich so klarkomme, ob ihr einen Unterschied seht. Wir gehen jetzt rein in Creative, meine Freunde. Let's go. So, in Creative am Start, Jungs. Und ich würde sagen, ich fange einfach mal direkt an zu freebuilden. Und ihr werdet direkt merken, ihr seht, guck mal, ich show kein Edit mehr, Bruder, das ist geisteskrank. Guck, ich kann freebuilden, ich habe nicht einen Cut gesetzt bisher, seht ihr das?
Nein, aber wirklich, Jungs, also es fühlt sich mit diesem Controller beim Freebuilden vor allem wirklich extrem clean an. Ich choke auch kein Edit mehr. Ich sag euch ganz ehrlich, das liegt doch, also ohne Spaß jetzt, ne? Ist mein Produkt, ich bin euch ehrlich, ja? Aber der Stick macht auch einen krassen Unterschied. Also man hat viel, viel präziser die Möglichkeit, das alles hier auszuwählen und deswegen choke ich auch viel weniger. Aber man weiß ja, der Delay vom PS5-Controller ist auch einfach besser so und deswegen merkt ihr wahrscheinlich, dass einfach alles so ein bisschen cleaner beim Freebuilden aussieht. Aber ich bin euch ganz ehrlich, ich bin noch nicht ganz auf den Controller eingespielt. Also ich muss auf jeden Fall jetzt ein bisschen mehr spielen, ein bisschen mehr mich an den Controller gewöhnen und ich glaube, mit der Zeit werde ich auf dem Controller auf jeden Fall noch, also deutlich besser so. Das Einzige, was halt beim Controller mich immer noch so ein bisschen stört, ist halt die Größe. Also ich merke, ich gewöhne mich nach und nach immer weiter dran, aber so ganz gewöhnt bin ich halt immer noch nicht. Und das kommt, denke ich mal, mit der Zeit. Beziehungsweise ich hoffe, meine Hände kommen darauf irgendwann klar, dass der Controller so ein bisschen größer ist. Also ich bin noch nicht so richtig krass auf dem Controller eingespielt. Das machen wir aber zusammen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in eine Rankrunde rein. Meine allererste Rankrunde auf dem Controller. Here we go. Okay, Runde Nummer uno. Wir gehen rein. Natürlich aber, weil, also wir ziehen jetzt keine Nuggets rein. Wir gehen jetzt direkt in Snooty rein. Denn ihr wisst, Snooty ist die... Sagt es dir? Sag. Sag doch. Nö. Okay, wir gehen rein. Let's go. Wenn ich nicht gewinne, ne? Mit dem Controller. Direkt wieder zurück auf den alten Bray, Alter. Nein, Spaß, wir probieren. Nein, ich spiele, lernen. Okay, es kommen nicht so viele mit. Zwei, drei Brays. Guck da, schau. Wir landen hier natürlich in meinem altbekannten Gebäude. Schmeckt. Und jetzt erstmal looten. So, okay, und direkt weiter. Ja, hier vorne ist einer sogar. Ich baller den, komm. Was macht der? Ach, Achi. Ach, Achi. Ich hab kein Fachabi. Oh, let's go, erster Kill. Sieht doch gut aus, Junge. Guck, schau, ich bin direkt Pro. W's in the sh. Hat. Was wollt ihr eigentlich alle? Ach, ich bin so kacke, ne? Wirklich, was machst du da? Ich muss doch mit der Pappe in sein Gesicht rein, habe ich gesagt. Ey, da holt jetzt den Bot. Nein! Ey, hör doch auf, bitte, Bruder. Das ist meiner. Das, was gerade passiert ist, Bruder, dafür konnte ich nichts. Dafür konnte weder ich was noch der Coach. Bruder, was soll ich machen? Da waren nur da Leute auf einmal. Egal, ruhig. Wir gewinnen jetzt. Wir gehen jetzt aber Pleasant Pizza, weil Pleasant Pizza ist die Stadt, die immer stabil zu mir gewesen ist. Egal, was ich gemacht habe, die war neben mir. Mädchen, die mir immer treu geblieben sind, die immer stabil zu mir gewesen sind. So, egal, was ich gemacht habe, die waren neben mir. Deswegen, wir klären jetzt, okay? Halbe Welt kommt auch in Pleasant Pizza mit anscheinend. Ey, da ist schon einer gelandet, ne? Willst du dich verarschen? Ich bin am Arsch. Ich gehe hin. Stirb doch bitte. Stirb bitte. Nein. Sorry, Bruder. Er ist anscheinend Ronaldo, dass er alle dribbelt. Stirb. Dankeschön. 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 Mehr wollte ich gar nicht. Ich habe ja keine Pump. Das ist ein bisschen uncool. Ja, guck mal, da kommt ein Bray. Weil ich keinen Loot habe, ne? Vielleicht verliere ich jetzt oder so. Ey, kurz ruhig. Taktische Nasen. Kommt nämlich ein zweiter und die fighten sich. Die machen nichts. Okay. Aim ist da. Oh mein Gott. Okay, alles gut. Ruhig. Wie oft ich schon ruhig in diesem Video gesagt habe, das ist unnormal. Okay. Alles entspannt. Let's go, Digga. Ich bin so gut, ne? Wow. Wichtig. Let's go. 4 Kills haben wir, Jungs. Läuft doch super, ne? Ich bin so wendig auf diesem Controller, ne? Ich sag euch ganz ehrlich, diese Sticks, andere Welt. Man merkt übertrieben, was den Unterschied so ein Controller macht. PC-Controller ab heute vorbei. Aber der ist ein bisschen groß. Das merke ich immer noch. Also daran immer noch muss ich mich gewöhnen. Das ist so cringe. Cringe. Okay, wir gehen direkt weiter, weil es leben immer noch 44 Brays. Wir können hier auf jeden Fall noch gut Kills machen. Aber ich habe leider kein Rotation-Item. Aber dafür kommt der SUV am Start, Junge. Let's go. Hört ihr diese Musik? Boah. Wir gehen auf eine Reise, Jungs. Hä? So, hier vorne Schüsse, glaube ich. Oder ich habe irgendwas gesehen da. Ich gucke einfach mal. Abchecken. Ne, hier. Ah, doch, hier vorne. Guck mal. Ne. Hä? Ah, da. Ey! Ich konnte spawnen. Ey, komm nicht. Sorry, Bro. Okay. Spawn nicht. Ich habe gleich keine Builds mehr. Ey. Ja, cool, Bruder. Gib mir auch 70. Oh mein Gott. Ich kann nicht bauen. Ich hab doch Builds aufgehoben. Ich bin tot. Ich bin tot, Digga. Nein. Nein. Hau ab. Hau ab, bitte. Ich muss einfach weg. Digga, ne? Ich hab keine Builds mehr. Ich hab zu wenig Metz gefarmt, weil ich dick bin. Kann nicht sein. Egal, wir leben. Med geht rein. Und dann farm ich von Metz und dann gehe ich zurück, okay? Da kam noch ein anderer, glaube ich. Da. Ach, Bruder, ich hab doch keine Metz jetzt dafür, bitte. Bitte, bitte, stirb einfach, bitte. Ich will nicht mehr, ich brauch deine Metz, bitte. Bitte, Bruder. Ey, mach keinen Scheiß jetzt, komm. Gönn mir, komm. Gönn mir doch, komm. Gönn doch, Bruder. Jawohl, ich küsse dein Herz, Bruder. Monte war das, Montabi.
Kuss, Digga. Oh mein Gott, tot erschrocken. Oh mein Gott, haben wir den Hops genommen, ne? Leck meinen Arsch. Leck meinen Arsch. Ew. Was wollen die alle von mir? Digga, wie lebe ich noch, ne? Ich hatte keine Metz gerade noch, jetzt Chewy. Okay, wir nehmen Medkits mit, wir machen so. Auto so machen, nicht so umfahren. Auto so machen, ich machen so, aber umfahren. Let's go, Digga. Ey, das ist so cringe die Runde irgendwie, ne? Ah, da vorne ist noch ein Bre. Wir boxen einfach ab. Er soll kommen. Zeig deine Eier, Bruder, wenn du sie hast. Er hat Eier. Ach, Digga, ich hab keinen Bock mehr, ne? Ich kann dieses Spiel. Ey, Mann! Ja, Quatsch. Ich sag euch ehrlich, Quatsch. Also, ihr merkt, ich spiele auf jeden Fall ganz gut, aber auch irgendwo nicht. Also, ich bin noch uneingespielt. Ich mache noch dumme Sachen, weil ich noch nicht so ganz gewöhnt bin und nicht so sicher spiele. Aber das wird, denke ich mir, dann noch mit der Zeit. Ihr merkt aber auf jeden Fall, da ist Potenzial da, proportional. Das ist auf jeden Fall proportional. Proportional, oder wie das heißt, auf jeden Fall. Und ja, ich würde sagen, einfach weiter spielen, einfach weiter grinden. Und ich denke, das wird, Alter, meine Freunde. Leider heute keine Goated-Runde dabei, aber egal. Checkt jetzt Gaming die freshesten Sticks aller Zeiten ab. Und die freshesten Grips natürlich. Und ich würde sagen, hi, die Jungs, ciao. Deutschland, mein Geld ist knapp. Ich zock euch einfach ab und sag, dass ich 7 Kinder hab. Ich schwör, ich hab auch 7. So viel hab ich getrieben. Doch meine Kinder sind in Indien geblieben. Arbeitsamt.